Kinderchen, Essen fassen, komm, komm, komm. Kinderchen, Essen fassen. Komm, komm, komm. So, hier vorne. Das ist unsere Luzi. Und die Luzi, die wird uns morgen verlassen. Heute ist ihr letzter Tag hier im Elfenhaus. Heute darf sie mit dazu, die Nele, und da ist sie verschlafen. Aber jetzt. Das sind sogenannte Schnüffelteppiche. Das sind Stofffransen, zwischen die man Leckerchen oder in diesem Fall Wurststückchen stecken kann, sodass das nicht einfach weggefressen wird, sondern dass sie suchen müssen. Das beschäftigt. Stehen Sie schon wieder, die Geier!
Es sieht doch so aus, als hätten sie inzwischen die Wurst weggefressen. Aber natürlich riecht es überall danach. Und dann suchen sie und es ist gar nichts mehr drinnen. Toni weiß genau, wenn die Kleinen fertig sind, dann gibt es für die Großen natürlich nochmal einen Schwung. Und das kann er nicht erwarten! Herrschaften! Noch ist nicht die Zeit der Geier gekommen. Jetzt kann ich das hier vermeißen unter Geiern. Ich denke, du kannst dich dann schon mal präparieren. Nicht. Wir sind unter Massen von Hunden verschwunden. Da kommt ein Lukas aus dem Gewirr raus. Die Quietscherei ist nicht, weil irgendwem was wehtut, wobei schon ein bisschen wehtut natürlich. Die sind heute geimpft worden und da zwackt die Impfstelle immer wieder mal. Vorwiegend, wenn es dann so ein Gedränge ist, wenn jemand dran rumpelt oder drauf tappt. Das finden die nicht witzig. Aber auch hier unser Lukas, super tapfer, beim Impfen keinen Piep von sich gegeben, jetzt einwandfrei, kein Ton. Anders als der Nie. Mhm. Ich kann mal keinen Ton von sich geben, so tapfer, ja. Toni! Die anderen dürfen auch futtern. Das glaubst du. So, jetzt versuchen wir mal hier in dem Gewusel die Luzi zu finden. Oskar hat sich schon so schön hier präsentiert, aber du bist noch nicht dran. Alle! Lieb sein! Manchmal sehen es die Erwachsenen nicht ein, dass die Welpen auch was bekommen.
Mal gucken, vielleicht taucht sie irgendwo noch auf. Ah, da präsentiert sie sich hier. Hallo Luzi. Ich wünsche dir für morgen eine wunderbar angenehme Fahrt. Jetzt ist ja wieder etwas kühler geworden. Bei uns hat es schön gewittert. Ganz viel Freude mit der neuen Familie und ein wunderschönes, langes, langes, gesundes Leben. Und Tschüss sagen wir jetzt ins Eheschein drüber. Tschüss.